Stop talking, start planting. Ja, das ist das Motto von Felix Sinkbeiner. Ja, 12 Milliarden Bäume gepflanzt in 7 Jahren. Ist das richtig? In den letzten 5 Jahren haben wir 12 Milliarden Bäume gepflanzt, aber es waren natürlich nicht wir, sondern mit Unterstützung von allen Menschen auf der Welt, von Unternehmen, von Regierungen insgesamt. Ein Botschafter der Jugend. 100.000 haben Jugendliche, Schüler haben sich der Aktion schon angeschlossen, weltweit. Mit dir möchte ich mal über die ITB gehen, weil du forderst die Rechte der Jugendlichen und der Kinder ein, weil wir Erwachsene nicht so pfleglich mit dem Planeten umgehen. Sehe ich das richtig? Hast du was dazu zu sagen? Uns Kindern geht es um unsere Zukunft. Wir werden mit all den Problemen leben müssen, die Erwachsenen heute nicht lösen. Und darum geht es uns. Welche Stände suchen wir uns jetzt aus? Ja, ich denke, wir suchen uns einen Stand aus, wo es um nachhaltigen Tourismus geht. Was hast du denn für eine Vorstellung vom nachhaltigen Tourismus? Es wird, ich glaube, 5% der weltweiten CO2-Ausstoß kommt durch den Tourismus. Aber Fliegen ist insgesamt meiner Meinung nach wirklich nicht nachhaltig. Man kommt aber trotzdem ums Fliegen nicht drum rum. Du warst letztes Jahr in New York, glaube ich, hast vor der UN halt die Position der Kinder vertreten zum Thema Klimawandel. Wie gehst du damit um? Natürlich müssen wir für manche Veranstaltungen fliegen, um die Idee weiter zu verbreiten. Da überlegen wir uns natürlich genau, ob es auch wirklich so viel bringt, dass sich das rentiert. Aber ich glaube, das bei der UN zum Beispiel war es auf jeden Fall wert. Wo hast du deinen letzten Urlaub verbracht? Den letzten Urlaub, da waren wir hier in der Schweiz, waren wir Skifahren. Alles klar, kein Flug. Natürlich nicht. Nee. Gut, weiter geht's. Okay, da haben wir einen Minister auf einmal im Bild. Genau. Entwicklungsminister. Wollen wir den mal ansprechen? Das machen wir, ja. Okay, probieren wir es. Ich bin der Felix. Wir sind von der Plant for the Planet Kinderinitiative. Wir wollen in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen. Mittlerweile gibt es Kinder in 100 Ländern. Ich habe von dir schon gehört. Klasse. Oder gelesen. Sehr gut. Ich gebe Ihnen mal unser Buch, das wir schon auf Seite. Wir Kinder haben eine Kampagne gemacht, die heißt Stop Talking, Start Planting. Ich weiß, du warst schon auf allen möglichen internationalen Konferenzen, ne? Bist du das? Ja. Ja, super. Finde ich total stark. Können wir so ein Foto machen? Ja, wenn du mir wie Peter Maffay den Mund zuhältst, wenn der nicht singen darf, dann kann ich nicht reden. Jetzt schauen Sie einmal zu uns mit dem jungen Herrn. Wunderbar. Reiten wir mit ran. Okay. Wunderbar. Dann kurz mit dem Mund zu halten. Genau, das ist dann unsere Kampagne Stop Talking, Start Planting. Das wird vielen gefallen. Auch wenn Ihnen jetzt der Mund zugehalten wurde, nachhaltiger Tourismus. Für die nächsten Generationen auch. Was muss da passieren, dass noch mehr Menschen umweltbewusst reisen? Ja, dass man mehr aufklärt, dass man auch den Menschen mehr Informationsmöglichkeiten über das soziale, gesellschaftliche Umfeld des Touristenortes, in den sie reisen, gibt. Dass viele Menschen oftmals gar nicht wissen heute, wie die Länder aufgebaut und strukturiert sind, in denen sie sich aufhalten, finde ich sehr schade. Ich glaube, wenn man mehr Informationen hätte, dass man dann auch wesentlich mehr bereit wäre, sich selbst zu engagieren. Und ich bin froh, dass wir viele Partner im Tourismusbereich jetzt haben, die, weil sie merken, dass es auch für ihr Geschäft gut ist, mit ihrem eigenen Geld uns unterstützen bei unseren gemeinsamen Projekten, sodass wir einen Mehrwert für die Menschen in unseren Partnerländern gewinnen können. Hast du noch eine Frage dazu? Anmerkung? Ja, ich hoffe, dass Sie da uns unterstützen mit dem Projekt Plant for the Planet und dass Sie das weitertreiben. Also ich finde dieses Projekt toll. Ob wir das jetzt finanziell unterstützen können, das müssen wir natürlich prüfen. Da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Aber ideell finde ich es unterstützenswert. Und dass du dieses Engagement hast und wirklich international dich von Veranstaltung zu Veranstaltung rumtragen lässt, das ist schon stark. Vielen Dank. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss. So, das war der Herr Minister. Reicht denn mehr Information aus, wie der Entwicklungshilfeminister jetzt gesagt hat? Ich glaube, dass nur die Leute informieren wird, die Probleme nicht lösen, sondern wir brauchen Gesetze, damit es auch eingehalten wird, damit weniger geflogen wird und so weiter. Also ich glaube, nur mehr Information reicht nicht aus. Man kann ja, wenn man fliegt, so eine CO2-Kompensation bezahlen, davon werden Bäume gepflanzt. Was hältst du davon? Das ist schon mal ein klasse Schritt, wenn man schon nicht aufhört zu fliegen, dass man wenigstens dafür Bäume pflanzt. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Tourismus hat ja viel mit Erlebnissen zu tun. Muss man dafür weit wegfliegen?
Nee, das fängt direkt um die Ecke an. Also Berlin selber ist ziemlich grün. Wir haben den Grunewald direkt um die Ecke. Man muss also nicht unbedingt in den Flieger steigen. Man kann direkt auch vor der Haustür loslegen. Was sagst du dazu? Das ist natürlich eine klasse Sache. Fliegen CO2-neutral zu machen ist sehr schwer. Aber wenn man hier vor der Haustür bergsteigen kann oder sowas ähnliches, ist das klasse. Aber andererseits würden Kinder wahrscheinlich auch gerne mal fremde Länder sehen. Kann in Zukunft noch jedes Kind viele fremde Länder sehen? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so sein kann, dass man in Zukunft nicht mehr so viel reisen kann, wie die Generation das jetzt getan hat, weil das einfach zu viel CO2 herausstößt. Ja, was kann da Abhilfe schaffen? Meine moderne Kommunikationstechnik, Internet, kann ja auch Verbindungen schaffen. Früher, meine Großeltern sind auch nicht gereist, die haben die Welt durch Bücher kennengelernt. Wir machen es vielleicht jetzt über Google Maps, keine Ahnung, aber es gibt auch andere Methoden. Alles klar. Ja, nachhaltiger Tourismus scheint zu boomen, ne? Hier ist viel los, hier fragen wir mal nach, was nachhaltiger Tourismus eigentlich ist. Okay, nachhaltiges Reisen, das ist Reisen, das einerseits umweltfreundlich ist, dann auch wirtschaftlich fair, das heißt, die Leute in den Destinationen profitieren vom Tourismus, die haben richtig was davon und es ist auch sozial verträglich. Also wir arbeiten auch mit den Menschen vor Ort zusammen, die entwickeln und planen mit uns die Reisen und führen sie auch gemeinsam mit uns durch. Das ist natürlich klasse, was Sie sagen, dass es eben für die Leute dort in der Gegend zum Vorteil ist. Das scheint mir ist sehr wichtig. Genau, und es gibt noch viel, viel mehr Kriterien. Zum Beispiel achten wir darauf, wie entsorgen zum Beispiel die Hotels ihren Müll. Was haben die für Glühbirnen? Wie viel Wasser verbrauchen die? Sind es überhaupt, wem gehören die Hotels? Sind es internationale Ketten, wo das Geld sowieso wieder zurück nach Deutschland fließt? Oder gehören die den Leuten vor Ort? Ne? Das sind wichtige Sachen, darauf achten wir. Und dann wird das Reisen für alle eine schöne Sache. Sehr gut. Wie achten Sie darauf? Wie kann man das sicherstellen? Genau. Also wir sind ja das Forum Andersreisen. Das ist ein Verband von Reiseveranstaltern. Und alle unsere Mitglieder, also die Reiseveranstalter, verpflichten sich zu ganz vielen Nachhaltigkeitskriterien. Und damit das auch eine seriöse Sache ist, wird das überprüft. Also die müssen alle Unternehmensbereiche, angefangen von der Glühbirne im Büro, vom Papierverbrauch, die Emissionen, die sie verursachen mit den Reisen, die Partner vor Ort, das wird alles betrachtet und von einer unabhängigen Organisation zertifiziert. Und das ist wie ein TÜV-Siegel, das bekommt der Veranstalter CSA Tourism Certified, heißt das Ding. Nach 2 bis 3 Jahren erfolgt die Rezertifizierung, damit das auch immer weitergeht und man sich da nicht auf den Lorbeeren ausruht, sondern sich immer weiter verbessert. Eine klassische Domrep-Reise, da denke ich jetzt an All-Inclusive, das werden Sie bei uns nicht finden, weil diese Anlagen total viel Strom und Wasser verbrauchen und wir eben eher so auf kleine, nachhaltige Hotels setzen, wo man auch wirklich was von Land und Leuten erlebt. Sonst brauchen Sie auch nicht so weit wegzufliegen, sondern können All-Inclusive-Urlaub auch in Deutschland oder sonst wo machen. Eine letzte Frage, was wäre dein Traumurlaub? Wenn du jetzt spinnen könntest, egal, was würdest du als dein Traumurlaub ansehen? Also es gibt unglaublich viele Länder, in die ich gerne bereisen würde, wo ich gerne, gerne mal sein würde. Es ist vielleicht einfach nicht nachhaltig, deswegen muss man sich da genau überlegen, ob man das auch wirklich tut. Aber ich bin mir sicher, wenn man sich manche diese Stände anschaut, kann man in Deutschland, glaube ich, auch unglaublich viel erleben. Oder du buchst bei uns, wir haben immer mal wieder eine Fahrradreise bis nach China oder nächstes Jahr auch eine Busreise um die ganze Welt mit unterwegs Frachtschiff, Transport. Ne? Also da kann man wirklich die ganze Welt bereisen, ohne zu fliegen. Das gibt's auch. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Und ITB bietet doch was zum Thema Nachhaltigkeit. Der Bereich wächst, würde ich sagen, wird größer. Fall, ja. Und wir drücken die Daumen, dass es sich noch weiter durchsetzt. Dankeschön. Genau. Danke. Ja. Vielen Dank.